Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier noch ein kleines Update zu meinen Sanrenmu-Lieblingen, den 7315. Ich habe es übrigens neulich in einer privaten Nachricht mit jemandem versehentlich 9315 genannt. Keine Ahnung, wie ich auf das schmale Brett gekommen bin. Es ist natürlich das 7315. Ja, richtig gelungenes Teil. Ich glaube gar nicht, wie cool dieses Ding ist. Ich habe ja schon früh im letzten Jahr 2022 nach einem Tipp aus einer Gruppe die knatschgelbe Version hier bestellt. Direkt bei Michael im Shop, Usaya. Ihr wisst alle Bescheid. Cooles Klingenfinish. Ich weiß gar nicht, ob das ein leichtes Beatblast ist. Es wirkt jedenfalls sehr, sehr samtig. Steht dem Messer ausgesprochen gut. Die kleinen Schriftzeichen als Logo gefallen mir ziemlich gut. Auf der Rückseite gut. Ja, dann noch so eine Patentnummer irgendwie eingelasert und dann 7315 GP Sandvik 12C27 Stahl. Hätte man alles ein ganz klein bisschen eleganter lösen können, aber alter Falter für 23 Euro oder was? Keine Ahnung. Ne, das ist schon in Ordnung. Na, Fokus, Dankeschön. Das Ding hat mich dann das Frühjahr und den Sommer über begleitet, hauptsächlich hier zu Hause und zwar meistens beim Frühstück und beim Abendessen. Die Tomaten, die Gurken, die Radieschen geschnitten und das war mit dem Messerchen immer die reinste Freude. Eine schlanke und dünn ausgeschliffene Sandvik-Klinge war eigentlich immer schon das Perfekte zur Food-Zubereitung. Da habe ich immer schon riesig Freude dran gehabt. Ich mag den Stahl nach wie vor super gerne, weil der so pflegeleicht ist. Niemals irgendwelche Probleme mit einem Sandvik gehabt. Dazu kommt eine interessante Optik. Die Klinge ja schon fast so einen kleinen, so ein bisschen Nessmuk-Style. Vorne noch die leicht angedeutete Swedge, einen schön positionierten Nagelhau, den leichten Schwung, den leichten Belly unten in der Schneide. Dazu den schön ausgeformten, sehr ergonomischen Griff. Features wie diesen Dreiviertelstopp oder Zweidrittelstopp. Schön funktionierende Rückenfeder, die Klinge toll in den Griff saugt, gut hält. Pull würde ich sagen, jetzt so von etwa 5 auf meiner Skala, 4,5 bis 5, also vollkommen in Ordnung. Nicht zu weich, nicht zu hart. Für ein kleines Taschenmesser dieser Art eigentlich perfekt eingestellt. Saubere Verarbeitung, verdeckte Lanyard-Aufnahme und in der G10-Variante auch noch der kleine Twist mit dem einfach versetzbaren Pocket Clip. Einfach oben zusammendrücken, dann kannst du den rausziehen und auf die andere Seite umsetzen. Also tatsächlich 100% linkshänderfreundlich. Kam dann irgendwann auch wieder in einer der Facebook-Gruppen die Meldung: Hey, da gibt es jetzt die Mikata-Variante und zwar ein Exclusive von Usaya. Und ja, wenn ihr mich kennt, OD Green Mikata, oh, die Klinge sieht aber auch wunderhübsch aus. Sekunde. Gucken, ob wir die Dappen dann noch so ein ganz klein bisschen abgewischt bekommen. OD Green Mikata Griffschalen, in dem Fall dann ein nicht umsetzbarer bzw. verschraubter, nee, tatsächlich nicht umsetzbarer verschraubter Edelstahlclip, allerdings auch mit einer ziemlich perfekten Spannung. Vollkommen in Ordnung für mich. Ja, ich habe ja eh keinen Nachteil durch, ich bin ja kein Linkshänder. Deswegen habe ich leicht reden, aber ne, in dem Fall einfach, ja. Für mich vollkommen in Ordnung. Die Fräsungen aus der G10-Variante aufs Mikata übertragen, eine sehr saubere Mikata-Verarbeitung. Da ist also fast nirgendwo irgendwie auch nur ein bisschen was ausgefranst. Da muss man schon sagen, in der Preisklasse ist das eine absolute Ansage. Dann haben wir eine schöne Satinierung der Klinge, also ein anderes Finish in dem Fall. Das hebt die Swedge auch noch mal ein ganz klein bisschen besser hervor. Auch wieder natürlich 12C27 als Stahl und wieder ein, ich habe es eben gar nicht erwähnt, aber wieder ein extrem sauberer Anschliff und auch fein ausgeschliffen. Irgendwo so im Bereich 0,32 würde ich sagen. 0,32, 0,34, irgendwo in dem Bereich. Top-Verarbeitung. Und ja, ich habe das Messerchen präsentiert seinerzeit. Und das hat wohl auch dann unter anderem zum ziemlichen Run auf den Bestand bei Michael geführt, der mich dann anschrieb und sagte, was denn da passiert? Ich komme kaum hinterher mit dem Packen. Sehr coole Sache. Übrigens kommt noch eine zweite Variante. Und das hat mich dann neugierig gemacht.
Und ja, Michael sagte dann, weißt du was, ich schicke dir die einfach mal zu. Vielleicht kannst du die dann auch noch mal nebeneinander in die Kamera halten. In dem Fall, ja, braunes Mikata mit einer schwarzen Klinge. Ihr wisst, beschichtete Klingen nicht so hundertprozentig mein Fall. Zugegeben ist dieses Messerchen auch noch jungfräulich. Das ist zwar bespielt, aber nicht benutzt. Sieht entsprechend auch noch, ja, man sieht es ihm auch an, glaube ich. Hier ist natürlich, abgesehen von der schwarzen Hardware und der schwarzen Klinge und der anderen Farbe des Mikata, gibt es hier keinen Unterschied. Wir gucken gleich mal, ob sie wirklich exakt gleich schwer sind. Wäre interessant zu sehen, ob die Beschichtung da irgendetwas ausmacht. Aber auch dies, ja, für alles, was ich über das Grüne gesagt habe, gilt natürlich in gleichem Maße für diese Variante. Die Phase wirkt hier ein ganz klein bisschen breiter als bei dem anderen Modell. Das kann aber jetzt auch einfach daran liegen, dass die blanke Phase gegenüber der wirklich tiefschwarzen Klinge etwas deutlicher hervorsteht, dass das jetzt nur eine optische Geschichte ist. Ansonsten, wie gesagt, gilt das Gleiche, eine extrem saubere, blitzsaubere Verarbeitung, richtig cooles kleines Teil, auch im Sandvik-Stahl. Was ein Trio. Also ganz, ganz ehrlich, wenn du nur kleine alltägliche Schneidaufgaben hast, das heißt, du machst die Post auf, du machst ein Paket auf, du schneidest dir den Apfel, die Radieschen, die Gurken, die Tomaten, was auch immer. Ne? Also dieser übliche Kleinscheiß, den jeder von uns im Normalfall mit seinem Taschenmesser erledigt. Dann brauchst du nichts anderes als dieses verdammte kleine Taschenmesser für ein Taschengeld. Die Dinger sind ja ultra erschwinglich. Gäbe es da noch mehr Varianten von? Du könntest mit wirklich sehr geringem Aufwand, könntest du eine hübsche kleine Sammlung erstellen. Es ist immer die Frage, klar, der eine sammelt dann Giros und gibt pro Messer 800 Euro im Schnitt aus. Ob dann eine Sammlung von kleinen Sanren Mus in der Wahrnehmung der Messerszene einen ähnlichen Stellenwert hat, das darf zu bezweifeln sein. Allerdings sind die Dinger so tauglich, dass sie es quasi verdient hätten. Ne? Ich habe einen tierischen Spaß an denen. Ich stelle mir nach wie vor die Frage, warum Sanren Mu das hier als grün vermarktet hat. Also wenn irgendein Messer jemals gelb war, dann dieses. Steige ich bis heute nicht ganz dahinter, ist mir aber auch egal. Ich mag es sogar sehr. Und gelb mit den blauen Akzenten passt für mich sowieso. Also alles in Butter. Das ist nur so eine kleine Anekdote am Rande. Aber gerade die Mikata-Version, wenn du die dunklen Klingen magst, ist das definitiv hier eine Top-Empfehlung für ein EDC-Taschenmesser. Wo es auch wirklich egal ist, wenn irgendwann was drankommt oder wenn du es irgendwo liegen lässt oder verloren hast. Klar, du baust eine Bindung zu einem Gegenstand auf, das ist vollkommen richtig und dann tut es dir auch leid, dass das weg ist. Aber ne, wie man so schön sagt, it doesn't break the bank. Das ist dann halt nicht so dramatisch, wenn du sagst, ey, ich muss mir das jetzt nachbestellen, ist dumm gelaufen. Das Einzige, was dir dann passieren kann, ist, dass es aufgrund der Limitierung nicht mehr verfügbar ist. Ne, das ist so der einzige Haken. Sehe ich direkte Konkurrenz für diese Modelle? Jein. Das, was mir immer so in den Sinn gekommen ist, ist natürlich das Real Steel Luna. Da ging es aber, glaube ich, dann für die günstigsten Varianten erst so bei 40 Euro los. Klar, du hast einen Designer dahinter stehen, der sich natürlich auch sein Design bezahlen lässt, was am Ende dann auch einen Einfluss hat auf den Verkaufspreis des Messers. Aber ganz ehrlich, mir macht das Sanren Mu in der Benutzung fast mehr Spaß als das Luna. Das Luna ist nach wie vor ein Top-Teil. Das hat es in den letzten Jahren auch definitiv geschafft, sich ja, zu einem Klassiker zu mausern. Das ist also ja definitiv eines wie auch so ein UKPK, das aus der Messerszene, aus der EDC-Szene oder aus der 42A-konformen Slipjoint-Szene oder was auch immer man sagen möchte, wie man immer auch das nennen möchte, nicht mehr wegzudenken ist. Aber so komisch das klingt, dieses kleine Sanren Mu ohne wirklichen Namen, das nur aus einer Folge von Zahlen und Buchstaben besteht, hätte dieses Potenzial auch, weil das Teil einfach eine Granate ist. Jetzt will ich nicht das Ding zu sehr anpreisen. Wer weiß, ob die exklusiven Varianten bei Michael überhaupt noch verfügbar sind. Ich werde die Links natürlich unten reinpacken, dann könnt ihr mal nachschauen. Die G10-Version sollte es auf jeden Fall noch zu kaufen geben. Wüsste jetzt jedenfalls nicht, warum nicht.
Aber schaut auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mal in die Links unten in der Videobeschreibung. Das Teil ist sowas von eine absolute Empfehlung, wenn es jemals eine gegeben hat, ne, dann bitte dieses Messer. Wie gesagt, Taschengeld kaum teurer als eine Kiste Bier oder dann drei Kisten Wasser oder wie auch immer ihr das umrechnen möchtet. Oder ein Kinobesuch für eine Person mit Popcorn. Ne, also das ist wirklich, das Ding ist jeden Cent wert und noch viel, viel mehr. Das boxt also definitiv in der Gewichtsklasse, die weit, weit über dem eigentlichen Gewicht liegt. Ja, ne? Also genug der Lobhudelei. Ich wollte euch das Trio mal als Trio präsentieren. Ich freue mich tierisch, dass ich das zweite Mikata von Michael noch zugeschickt bekommen habe, bevor dann irgendwann alle weg sind. Ja, ich sehe es nicht als kleine Sammlung, aber ich freue mich einfach über so super taugliche, günstige Schnapper. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.